Laura Müller, Schluss mit dem Albtraum? Überraschende Wende um ihre Eltern. Jahrelang hatte Laura Müller kaum Kontakt zu ihrer Familie in Deutschland. Doch kürzlich haben ihre Eltern sie überraschend in Florida besucht, mit einer Mission. Laura Müller, Annäherung mit ihren Eltern. Laura, komm bitte zurück nach Hause. Auf Instagram macht Laura Müller, 23, ihre Follower heiß, indem sie sie auffordert, ihr auf OnlyFans zuzusehen. Wie sie mit ihrem neuen Knüppel, gemeint ist die Schaltung ihres Lamborghini, spielt. Im Video zu ihrem Song Superstar räkelt sie sich im Bett mit zwei Männern und trällert: Magst du meinen Hintern? Er ist prall und rund. Ich brauch keinen Filter, denn ich bin noch jung. Seine Tochter so zu sehen, muss ein Albtraum für einen liebenden Vater sein. Hatte sich Papa Klaus deshalb von Laura distanziert? Nur noch 2 bis 3 Mal im Jahr würde sie ihn und Stiefmutter Gabi sehen, eröffnete Laura im Frühjahr ihren Followern. Einzige Bezugsperson in ihrer Wahlheimat Florida war und ist demnach ihr Ehemann Michael Wendler, 52. Jetzt die Wende. Meine Familie war gerade erst hier, wir haben zusammen Romes ersten Geburtstag gefeiert, verriet Laura auf Instagram. Ein verzweifelter Hilferuf der jungen Mutter? Ohne Oma und Opa ein kleines Baby aufzuziehen, ist schließlich nicht gerade ein Kinderspiel. Und durchs Muttersein besinnt sich Laura womöglich auf das, was wirklich wichtig ist, die Familie, Sicherheit, Geborgenheit, und nicht ein verschuldeter Ehemann auf einem anderen Kontinent. Trennung vom Wendler? Lauras Eltern wollen sie schützen. Für ihre Eltern Gabi und Klaus dürfte es jedenfalls eine Herzensangelegenheit sein, ihrer Tochter zu zeigen, dass sie noch immer für sie da sind. Denn dass das Paar aus einem kleinen Ort bei Stendal in Sachsen-Anhalt nicht begeistert von der Verbindung mit dem 28 Jahre älteren Schlagerbarden ist. Gestanden sie bereits 2020 in der Doku Laura und der Wendler, total verliebt in Amerika. Er kam auch nicht immer so gut rüber, seufzte Gabi schon damals. Inzwischen hat der verschuldete Wendler seine Karriere zerstört und auch seine junge Frau mit in den Abgrund gerissen. Kaum vorstellbar, dass Lauras Eltern das gutheißen. Durch Besuche in Cape Coral dürften die beiden großen Einfluss auf sie haben. Zumal es das Schulabbrechen offenbar sehr wichtig ist, unabhängig vom Insolventler zu sein, wie sie auf Instagram betont. Ich verdiene mein eigenes Geld und habe keine Schulden. Eine gute Basis für Klaus und Gabi, um ihre Tochter nach und nach zu überzeugen, ihren Weg ohne Michael weiterzugehen.